Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In dem letzten Video haben wir angefangen, trennbare Präfixe zu lernen, was sie bedeuten, wann sie benutzt werden und so weiter. Wir machen in diesem Video weiter. In this video, you will be learning some more separable prefixes with their meanings. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 3. Unser Thema bleibt gleich. Wortbildung. Trennbare Präfixe, Teil 2. So, hier ist noch einmal die Liste aller trennbaren Präfixe. Wir haben in der letzten Lektion diese Präfixe gelernt. In dieser Lektion lernen wir entlang, fort, gegenüber, gleich, los und mit. Die weiteren Präfixe lernen wir in den nächsten zwei Lektionen. We'll be learning the remaining prefixes in the next two lessons. So, hier sind zuerst ein paar Beispiele. Wollen Sie bei einer Umfrage mitmachen? Den Stress kann man durch einen Spaziergang loswerden. Tom sitzt Mary am Tisch gegenüber. Das Präfix hat die gleiche Bedeutung wie die Präposition entlang, auf Englisch along. Diese Präposition kann man an jedem Verb, das Bewegung zeigt, anbringen. So every verb that shows a movement, for example, gehen, kommen, laufen, etc., can be prefixed with entlang. Let's look at a few examples. Und hier ist das erste Beispiel. Entlang fahren. Ich bin fast 4 Stunden am Wald entlang gefahren. Das nächste Verb ist entlang laufen. Das Blut lief den ganzen Arm entlang. Noch ein Beispiel. Entlang gehen. Als ich die Straße entlang ging, traf ich einen alten Freund. So as mentioned, entlang can be affixed to any verb which shows motion. The three verbs here, fahren, laufen, and gehen, show you movement. Hier ist das nächste Präfix, fort. Dieses benutzt man, wenn etwas von einem Ort weggeht oder wenn man etwas weitermacht. Hier sind die Beispiele. Fortsetzen. Wir werden unsere Debatte nach der Pause fortsetzen. So, hier ist die Bedeutung von fort ganz klar. Etwas weitermachen. Fortbilden. Hier bildet man regelmäßig die Mitarbeiter in speziellen Kursen fort. Fortfahren. Endlich kann ich fortfahren und das Projekt abschließen. Und das letzte Beispiel, fortlaufen. Von diesem Ort wollte sie nur noch fortlaufen. So hier bedeutet fort, von einem Ort weggehen. Das nächste Präfix ist auch eine Präposition und hat die gleiche Bedeutung wie die Präposition gegenüber. Auf Englisch opposite oder across from. So hier sind ein paar Beispiele. Gegenüber sitzen. Gestern saßen sie einander gegenüber. Dieses Verb braucht ein Dativobjekt. Hier ist das nächste Verb. Gegenüberstehen. Plötzlich stand er seinem Chef gegenüber. Gegenüberstehen
ist auch ein Dativverb, braucht immer ein Dativobjekt. Gegenüberstellen. Der Professor stellte die verschiedenen Ansätze gegenüber. Gegenübertreten. Im Finale trat das Team Italien gegenüber. Es gibt nicht sehr viele Verben mit dem Präfix gegenüber. Es gibt aber ein paar, die sehr oft benutzt werden, zum Beispiel gegenüberstellen. Auch wie in dem anderen Video erwähnt, viele Verben können auch mehrere Bedeutungen haben. Wir lernen hier nur ein paar. Und jetzt kommen wir zum nächsten Präfix. Gleich hat dieselbe Bedeutung wie das Adjektiv. Und hier ist das erste Beispiel. Gleichkommen. Meine Versetzung kommt einer Beförderung gleich. Dieses Verb ist ein Dativverb. Gleichmachen. Ein Erdbeben würde diese zerbrechlichen Gebäude dem Erdboden gleichmachen. Das Verb benutzt man meistens in dem Kontext von dem Erdboden. Gleichsetzen. In den meisten Fällen wird Modernisierung mit Verwestlichung gleichgesetzt. Ein Synonym ist vergleichen mit. Das nächste Verb ist gleichsehen. Meine Schwester sieht einer Schauspielerin gleich. Dieses Verb ist auch ein Dativverb, deshalb einer Schauspielerin. Dieses Verb benutzt man meistens in der Umgangssprache. Mit dem Präfix gleich findet man auch nicht viele Verben. Jetzt kommen wir zum nächsten Präfix. Los. Dieses Präfix benutzt man, wenn man etwas von etwas trennt oder wenn man mit etwas beginnt. Hier ist das erste Beispiel. Losfahren. Die Ampel zeigt an, wann ich losfahren darf. Losgehen. Am 1. Dezember wird das Spiel losgehen. Wir wünschen Ihnen viel Glück dabei. Das Verb losgehen hat auch viele Bedeutungen. Loslassen. Lass bitte meine Hand los. Und das letzte Verb? Dieses Verb wird auch sehr oft in der Umgangssprache benutzt. Wir sollten mit unserer Arbeit loslegen. Es ist schon spät. Jetzt kommen wir zum letzten Präfix für dieses Video. Mit. Dieses Präfix zeigt, dass etwas gemeinsam gemacht wird. Man kann mit an viele Verben anbringen, um anzuzeigen, dass die Aktivität zusammen gemacht wird. Hier ist das erste Beispiel. Mitarbeiten. Mein Freund und ich haben beide an diesem Projekt mitgearbeitet. Mitnehmen. Nimm bitte immer einen Regenschirm mit, wenn es regnet. Das nächste Verb ist mitbringen. Die Gäste haben Blumen und eine Flasche Wein mitgebracht. Und das letzte Verb, mitsingen. Der Sänger forderte das Publikum auf, mitzusingen. So, we have learned a few prefixes and a few examples for them. You can certainly form more verbs, or maybe you have come across more verbs. Don't forget to make a list and learn them. To practice what you have learned in this lesson, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!